So, alle miteinander. Also, wie alles angefangen hat, so endet es auch wieder. 2 Wochen Italien sind jetzt vorbei und wir machen uns dann jetzt gleich auf unsere 6-stündige Rückfahrt durch die Schweiz und Österreich und machen heute dann einen kleinen Zwischenstopp im Schwangau und werden dort einmal das Schloss Neuschwanstein anschauen. Also, es war wirklich schön hier im beschaulichen Oleggio und ich habe auch ein paar schöne Sachen mitgebracht für euch und da gibt es dann noch ein bisschen Sachen zu berichten und ein paar Bilder dann und alles, was halt nicht nur ins Internet gehört vielleicht. Ja, also es war eine schöne Zeit, es war schön in Oleggio gewesen. Leider haben wir jetzt vom Bericht her mäßig Oleggio ein bisschen vernachlässigt und haben mehr so Novara, Milano und Arona gezeigt. Aber vielleicht war es ja jetzt nicht unbedingt das letzte Mal, wo man hier gewesen ist. Dann können wir das alles hoffentlich nachreichen. Genauso auch wie den versprochenen Besuch auf dem Dom in Novara, was ja leider bis heute immer noch nicht geklappt hat. Gut, aber aller Tage ist nicht Ende? Nee, keine Ahnung. Oh, die Mama von Fede kommt nochmal. Die sagt jetzt nochmal Tschüss und dann fahren wir auch schon los. Also, wir melden uns dann mal von Schloss Neuschwanstein wieder. Bis dann, ciao. Hallo alle miteinander. Also wir sind nach einer längeren Fahrt und mehreren Stunden Stau sind wir dann endlich in Schwangau angekommen. Das Problem war gewesen, weil wir so spät dran gewesen sind, hat uns unsere Pension leider kurzfristig abgesagt. Die gute Frau wollte halt nach längerer Zeit, wo sie halt keine private Freizeit mehr hatte, endlich mal wieder frei haben und hat dann halt, einen anderen Termin wahrgenommen und uns leider halt ohne Hotel, ohne Übernachtungsmöglichkeit im Regen stehen lassen. Nichtsdestotrotz haben wir hier im Haus Höck, so heißt die Familie, glaube ich, ein Gästezimmer gefunden. Eigentlich vermietet die Dame nicht an Leute unter einem Tag, aber sie hat ein großes Herz gehabt und hat uns dann doch noch eine Übernachtungsmöglichkeit gegeben, wofür wir natürlich unheimlich dankbar sind, weil wir sonst nicht im Auto übernachten müssen. Und noch besser haben wir? Und wir haben Schlossblick. Zwei-Etagen-Dusche ist nicht jedermanns Sache, aber drauf geschissen. Hauptsache, wir können heute Abend wunderschön schlafen und können morgen die Schlösser erkunden. Warte, ich... Mei, ist das nicht traumhaft. Das schau her. Da hinten haben wir noch das Schloss Hohenschwangau. Das ist jetzt ein bisschen verdeckt von den Dingern. Bäumen, genau. Ja, wir werden jetzt uns ein bisschen aufhübschen, sofern das überhaupt noch möglich ist. Und dann wollen wir mal nach Schwangau reingehen, wollen eine Kleinigkeit essen gehen und Geld holen. Mangiare, sì, Geld, Konto pagare, Monete. Sì, sì, sì. Soldi. Ha? Soldi. Soldi, damit wir morgen auch schön machen können, pagare. Okay, also. Das war's. Von Fede und Björn. Von Fede und Björn, die verzweifelte Suche nach einer Herberge. Uns hat nur irgendwie noch ein... Gut, wir sehen aus wie schwanger, nachdem wir gegessen haben, aber uns hat nur noch der Esel gefehlt, der uns irgendwie zur Herberge getragen hätte. Fast so eine Art. Dann? Ja, dann. Ciao. Melden uns morgen von den Schlössern. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei aufgestanden, haben lecker gefrühstückt und gehen jetzt die Schlösser besichtigen. Erst sind dran Schloss Hohenschwanstein, Schwangau und dann Schloss Neuschwanstein. Genau, das sind auch die Tickets. So, okay. Wie hast du geschlafen? Sehr schön. Wunderbar. Sehr gut. Oh, traumhaft. Wir hatten gestern einen wunderschönen Vollmond direkt über dem Schloss. Bilder gibt es natürlich dann auch wieder im Anschluss danach. Und ja, was ist noch aufgefallen? Dass wir gar nichts zum Essen gekriegt haben in Gaststätten. Oh ja, die Gaststätten haben alle um 21.30 Uhr schon die Bürgersteige hochgeklappt und es gab nichts mehr zu essen. Wir sind zum Italiener gegangen, als wenn wir nicht 2 Wochen beim Italiener gewesen wären sozusagen. Und ehrlich gesagt, die Pizza war sau lecker. Und das sagt ein Italiener,
Na, der noch nicht mal so eine gute Pizza in Italien gegessen hat. Nee, in Deutschland. In Deutschland. In Italien gibt es meinen Onkel, der eine super leckere Pizza macht. Okay, gut, der Onkel. Und leise schleicht die Werbung. Ja. Was ist uns noch aufgefallen? Die Leute sind echt kundenorientiert. Wir haben die Karten gekauft, gab eine Kasseangestellte, die total freundlich war. Mitte 20 war, oder? Denke ich mal, ja. Ja. Und sie war total freundlich und sie hat alle die Informationen uns gegeben und... Und für arme Studenten gibt es auch noch Ermäßigung hier. Ja. Mhm. Genau. Anders wie in Italien, da musst du komplett... No photo! Für 12 Euro kann man ein No photo please erwarten, aber egal. Wie gesagt, es ist günstiger hier für Studenten und freundlicher als in Italien. In Italien muss man halt komplett in die Tasche greifen, auch als armer Student. Egal, wir gehen jetzt in die Schlösser, bevor unsere Führung ohne uns startet. Also, baba, bis bald. Tschüss. Tschüss. So zusammen, also wir waren jetzt im Schloss Hohen Schwangau gewesen und werden jetzt gleich in Schloss Hohen Schwanstein da hinten reingehen. Bilder und Videos konnten wir leider keine liefern, da das leider verboten ist. Aber wir hatten eine sehr nette Führerin, die uns durch das Schloss geleitet hat. Sie hat uns sehr viele Sachen, auch Sachen, die man zu verschiedenen Sachen nochmal hatte, erklärt hat. Das war die Vanessa gewesen, da hat die wirklich also top gemacht. Anders wie jetzt zum Beispiel in dem Schloss der Familie Borromeo das gewesen ist. Also wirklich sehr freundlich, sehr aufmerksam und ist wirklich auf die Sachen auch fachmännisch eingegangen und hat Rede und Antwort gestanden zu allem, was man wissen wollte. War wirklich toll gewesen. Ich bin mal gespannt, wie unsere Führung jetzt wird. Der Fede und ich, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und werden uns dann auch danach nochmal melden. Also es ist wirklich atemberaubend schön. Also ich weiß auch nicht, warum es so lange gedauert hat, bis ich mir das mal angeschaut habe. Ja. Auch nochmal lobend zu erwähnen, ist nochmal unsere Gastgeberin, bei der wir gewesen sind. Also es war wirklich sehr nett und sehr freundlich dort gewesen, die auch übrigens guten Honig aus eigener Imkerei haben. Da habe ich auch gleich ein Gläschen von mit gekauft. Adresse von der guten Frau werden wir dann natürlich auch nochmal unten einblenden, wo man gut und schön familiär nett unterkommen kann. Also, wir melden uns dann auch nochmal leider ohne Bilder zurück von später. Also, macht's gut, Fede und ich.